Hallo liebe Zuschauer, ich grüße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Steinzeit und wir haben heute in der Redaktion geguckt, was passiert denn so Besonderes in der Welt an diesem 26. Mai 2016 und da haben wir tatsächlich etwas gefunden, nämlich einen historischen Besuch von US-Präsident Obama. Das ist der erste US-Präsident, der Hiroshima besucht hat und er redet dort von seiner Vision, eine Welt ohne Atomwaffen zu erneuern. Fand ich sehr visionär und auch ambitioniert und ein guter Aufhänger für unser Thema. Wir sprechen heute über eine legendär berüchtigte Atomwaffenbasis oder vielmehr eine Luftwaffenbasis von den Amerikanern in Rheinland-Pfalz, nämlich Ramstein Air Base. Es gibt einen neuen Film darüber und ich spreche heute mit dem Filmemacher, Journalisten und guten Bekannten Norbert Fleischer. Hallo Norbert. Hallo Robert, freut mich. Norbert, schön, dass du da bist. Ich bin froh, dass wir auch mal hier in die Bütt steigen können. Und Obama ist hier jetzt in seiner historischen Mission in Japan angekommen und lässt mal ein geiles Statement vom Stapel. Ja, wie ordnest du das ein? Das ist sehr unglaubwürdig, würde ich sagen. Ja. Also wenn der US-Präsident, der sich jetzt in den letzten Monaten seiner Amtszeit befindet, also wo jeder weiß, dass er nicht mehr viel bewegen kann, man spricht da vom Lame Duck, von der Lame Duck Phase. Ja, die lahme Ente. Lahme Ente, ja. Genau. Wenn er jetzt, also nachdem quasi er den Großteil seiner Amtszeit alles andere getan hat, als die Atomwaffen wirklich abzuschaffen auf der Welt, jetzt auf die Idee kommt, mit irgendeinem Besuch dann die Phase der atomaren Abrüstung einläuten zu wollen, dann ist das, man kann schon fast sagen, lächerlich. Mhm. Also wir sprechen heute über dein neuestes Projekt. Du hast einen Film gedreht, der sich schwerpunktmäßig mit dieser berühmt-berüchtigten Luftwaffenbasis in Rheinland-Pfalz beschäftigt, die Ramstein Air Base. Hat man schon viel gehört in den Medien, ich habe das auch schon lange auf dem Schirm und ich habe jetzt gerade im Herweg nach Leipzig den Film von dir angeschaut, also großartig, was ihr da gemacht habt und was war denn dein Impuls, das zu machen? Hast du das Thema auch schon lange auf dem Schirm gehabt oder gab es da einen Anlass, dass du gesagt hast, das muss jetzt genauer erörtert werden? Naja, also ich habe die Vereinigten Staaten und alles, was da so geopolitisch abläuft, schon seit längerer Zeit auf dem Schirm gehabt, ja, auch dazu recherchiert. Und die Ramstein-Kampagne, die also da neu war, da war also letztes Jahr die erste wirklich größere und auch wirklich ernstzunehmende Demonstration gegen diesen Luftwaffenstützpunkt. Das habe ich zum Anlass genommen, mich damit näher auseinanderzusetzen. Und ich habe festgestellt, dass also dass sozusagen dass diese Airbase das Sahnehäubchen sozusagen ist auf allem, was wir ja sonst schon an amerikanischen Wohltaten hier auf der gesamten Welt beobachten können, ja, was die eigentliche Bedeutung betrifft, ja, welche Rolle diese Airbase im weltweiten Drohnenkrieg hat und so weiter. Das alles ist mir eigentlich erst klar geworden, als wir dann da waren in Ramstein und da gedreht haben. Und für mich war eigentlich der Auslöser zu sagen, ich mache da einen Film drüber, weil ich dort den Wolfgang Jung kennengelernt habe. Das ist also ein bekannter Friedensaktivist, der also seit etlichen Jahrzehnten dort als direkter Anwohner der Airbase mit Argusaugen schaut, was dort vonstatten geht. Und er hat dort einen Vortrag gehalten, in dem die gesamte Funktion der Airbase, die Abläufe, alles eingeordnet wurden in den geopolitischen Gesamtkontext. Und das war sozusagen, da wusste ich, das ist der Aufhänger für den Film. Und noch dazu, weil es zwar viele Fernsehberichte gegeben hatte, aber noch keinen richtigen Film direkt über die Airbase, dachte ich, das wäre eine gute Idee, da einen zu machen drüber, einen Film. Also ich kannte Ramstein immer nur im Zusammenhang mit diesem Flugzeugunglück, das es damals gab. Das ist schon länger her, das war Ende der 80er Jahre, als eine italienische Kunstfluggruppe einen Unfall hatte und sehr, sehr viele Menschen gestorben sind. Ich hatte einen Lehrgangskollegen, der war damals vor Ort als junger Mann und hat ganz knapp überlebt, weil er kurz vorher weggegangen ist, um sich was zu essen zu kaufen, sonst hätte er das gar nicht mehr erzählen können. Also Ramstein hatte ich schon immer irgendwie, da ist irgendwas, da gibt es was Amerikanisches irgendwo, aber dass das so eine
eine große geostrategische Rolle hat, wie es in dem Film dann auch eben gezeigt wird, das war mir noch nicht klar. Also ich habe das schon so im Ansatz gehört immer, Rammstein ist wohl gar nicht so unwichtig, auch wegen Logistik und so weiter, aber welche Rolle das gerade im großen Drohnenkrieg spielt auf der ganzen Welt, das war mir neu und das ist echt eigentlich ein Skandal. Ja. Fangen wir mal an, wo liegt es denn eigentlich genau? In Rheinland-Pfalz, aber wo ungefähr ist es genau verortet? Ja, da gibt es die Gemeinde Rammstein-Miesenbach, der also sozusagen von diesem Ort hat die Airbase ja den Namen teilweise mit übernommen, die Rammstein Airbase. Befindet sich wenige Kilometer außerhalb von Kaiserslautern, das ist vielleicht ein Begriff, so 15 bis 20 Kilometer etwa. Die Airbase ist die 14 Quadratkilometer groß, das ist eine ganz ordentliche Fläche. Und es gibt auch noch viele weitere Liegenschaften der US-Amerikaner in der Umgebung im Landkreis Kaiserslautern, was zur Folge hat, dass also die Gemeinden, die dort angesiedelt sind, über große Platznot klagen. Ja, also sie haben keine Flächen, um zum Beispiel Gewerbe anzusiedeln oder um, was weiß ich, eine Schwimmhalle zu bauen oder sowas. Das sind alles Dinge, die da nicht stattfinden können, schon seit Jahrzehnten, weil eben große Flächen der Gemeinden von den Amerikanern mit der Rammstein Airbase besetzt sind. Hat die Band da auch den Namen her? Nein, also dies Rammstein anders, wird mit Doppel-M geschrieben. Ich habe auch, ich wundere mich auch, wie viele Leute das immer wieder verwechseln. Selbst meine Oma, die 94 Jahre alt ist, hat letztens den Vorspann gesehen von dem Film und hat gesagt, das wird aber mit 2M geschrieben, Rammstein. Und ich habe gesagt, nein, Oma, das ist die Hardrock-Band, die wird mit 2M geschrieben, aber Rammstein ist wirklich okay, nur ein okay. M. Okay, ja, ich dachte nur, vielleicht die Band hat da auch angelehnt irgendwie so den Namen. Ganz anderes Thema, interessiert uns auch nicht so. Nun, also das ist ja auch immer wieder ein Argument, was gebracht wird, so Militärstützpunkte haben einen Wirtschaftsfaktor für die ansässige Bevölkerung, für die ansässige Gewerbegebiete, Industrie ist das ein Vorteil, da wird viel Geld generiert und die Leute haben was davon. Wie ist denn da die Stimmung bei der hiesigen Bevölkerung oder bei der dortigen Bevölkerung? Ja, also da muss man immer unterscheiden zwischen der herrschenden Meinung und der Meinung, die also tatsächlich vorherrscht, ja. Es ist so, dass als die Amerikaner dorthin gekommen sind, das ist also in den 1950er Jahren gewesen, da hat man dieses ehemalige stillgelegte Stück Reichsautobahn in Besitz genommen und daraus einen Flugplatz gebaut. Und für die ortsansässige Bevölkerung war das natürlich erstmal ein Riesengewinn, weil da kamen jede Menge Soldaten, die haben eingekauft, die wollten irgendwo wohnen, da gab es Dienstleistungen, übrigens auch im Rotlichtbereich, ja, die da bis heute da angeboten werden. Und es ist also für alle sozusagen eine Win-Win-Situation am Anfang gewesen. Ne? Da gibt es viele Leute, die haben dort sich als Altersvorsorge ein recht cleveres Finanzierungskonzept zu eigen gemacht für Wohneigentum. Das heißt, sie haben sich ein Haus gebaut auf Kredit, ja, haben das Haus dann über die ersten Jahre vermietet an amerikanische Soldaten, die da wohnen. Und die haben natürlich Miete bezahlt, auch nicht zu knapp Miete bezahlt, weil die werden auch nicht ganz schlecht bezahlt, diese Soldaten im Ausland. Und als dann das Haus abbezahlt war, ohne dass sie einen eigenen Pfennig dazulegen mussten, konnten sie es dann am Ende selbst in Besitz nehmen. Ja. Dieses Finanzierungsmodell funktioniert heute nicht mehr, und zwar, weil die Amerikaner in den vergangenen Jahren dazu übergegangen sind, sich immer mehr auf ihren Stützpunkt zurückzuziehen und immer weniger auch geschäftliche Interaktionen mit der Bevölkerung im Umland zu tätigen. Ja. Also auf so eine Army-Base ist ja alles drauf, was man braucht. Jetzt ja, ne? Also da gibt es ein riesen Einkaufszentrum, was es auch vor ein paar Jahren noch nicht gab. Die Mall of America heißt die, da gibt es also alles zu kaufen, was man will. Da gibt es auch irgendwelche Ölschinken, also alles, was Amerikaner für deutsche Kunst oder Tradition halten, ja, irgendwelche gemalten Bilder mit Hirschen und Auerhähnen, ja, oder Kuckucksuhren und Lederhosen, alles sowas, ja. Alle Fastfood-Ketten sind da vertreten, es gibt einen Golfplatz,
Also das ist ganz anders wie bei der deutschen Bundeswehr. Da gibt es ein Unteroffiziersheim, ein Mannschaftsheim, ein Offizierheim. Das war's dann mehr oder weniger. Manchmal gibt es auch ein Schwimmbad und ein Kino, aber da gibt es sonst nichts Großartiges. Und eine amerikanische Base ist wie eine kleine Stadt in sich. Ja. Ich kenne es ja von meiner eigenen Ausbildung. Ich war damals in der Fliegerausbildung in Amerika drüben eine Zeit lang. Und wir waren in der Luke Air Force Base in Phoenix, in Arizona. Und das ist unglaublich, was es da gibt. Wie du sagst, auch eine ganze Mall, Shopping Areas, Wendy's, McDonald's, Burger King, alles ist vorhanden. Und Kinosäle. Das ist komplett integriert in die Bevölkerung der Amerikaner. Die haben da ein ganz anderes Denken, ist mir aufgefallen. Also wir waren auf dem Parkplatz gestanden und eine F-16 ist gerade rausgezogen und hat mit vollem Nachbrenner über den Parkplatz gejagt. Ich dachte, meine Trommelfelle sind nach innen geklappt. Und die sind alle rumgestanden, haben geklatscht und yeah und Chat Noise, Sound of Freedom und so. Und ich habe echt gedacht so, boah. Das ist so anders verortet da, weil du hast es ja auch in dem Film so schön dargestellt mit diesen Werbeclips von der United States Army, die haben da eine ganz andere Denke. Die glauben wirklich, das ist toll und das ist wichtig und das ist richtig, was die da tun. Ja? Ist das Gehirnwäsche über Jahrzehnte hinweg oder ist es einfach nur absichtliches Ausblenden, um nicht ständig diesen Konflikt zu haben jeden Tag? Was denkst du? Also da spielt sicherlich eine ganz große Rolle die Wandlung des im Aufbau des US-Militärs, wie es über die letzten Jahrzehnte stattgefunden hat. Ein Weg, den übrigens Deutschland zu meiner großen Besorgnis auch geht, nämlich weg von einer Armee der Wehrpflichtigen hin zu einer, ich sag mal, Söldnerarmee, ne, wo man hingeht zum Geldverdienen. Der Wolfgang Jung, Hauptprotagonist aus dem Film, hat ja in seiner Jugend selbst auf dem Stützpunkt gejobbt. Und hat also erzählt, dass es früher ganz anders war, ja, als es noch eine wehrpflichtige Armee war. Die amerikanischen Soldaten, die hergekommen sind, alles, also auch viele Studenten, also auch gebildete Leute, ja, die nur eingezogen worden waren, damit sie dann im Vietnamkrieg kämpfen konnten. Die haben sich dann deutlich weniger damit einverstanden erklärt, was da stattfindet und wo sie hin sollen. Und heute ist es so, dass amerikanische Militär, die Army, also bevorzugt Leute rekrutieren geht in Ghettos, in Harlem, also da wo auch viele benachteiligte Leute wohnen. Ohne Perspektive. Ohne Perspektive, ja, also auch schwarze Latinos und eben auch viele Leute, die jetzt auch in der Schule nicht allzu doll waren. Mhm. Es soll also auch viele Soldaten heute geben, die des Lesens und Schreibens nicht ganz so mächtig sind, wie wir das hier in Westeuropa von uns gewohnt sind. Und entsprechend benehmen sie sich dann auch. Ja. Die Bevölkerung da so und rund um den Stützpunkt sagt, also die Leute, die früher gekommen sind, die waren dufte, ja, die waren richtig klasse. Aber die heute kommen, das ist an der Stelle kam dann ein Wort, das ich jetzt hier nicht wiederholen möchte. Mhm. Ja. Es findet ja dann auch eine gewisse Konditionierung statt mit diesen jungen Leuten. Man kennt es ja aus diesen Filmen wie Full Metal Jacket oder Platoon oder wie sie alle heißen. Die Grundausbildung, die ist da, um die Leute zu brechen. Also nicht jetzt brechen in dem Sinn vielleicht nicht, aber in eine gewisse Weise zu konditionieren. Ja, da wird dir gesagt, da vorne ist Norden und nichts anderes mehr. Und je mehr und je länger man in diesem System drin ist und je mehr man sich damit identifiziert, wenn man dann auch aufsteigt, Unteroffizier, Sergeant oder Offizier wird, dann hat man natürlich da ein gewisses Denken in sich, das man weiter voranträgt. Und man will ja nicht jeden Tag mit einem psychischen Konflikt aufstehen und sagen, das ist totale Scheiße, was ich da mache. Und deswegen verschreibt man sich dem Ganzen. Und hinzu kommt, die kriegen ärztliche Behandlungen gezahlt für die Familie. Es gibt viele soziale Vergünstigungen. Die haben also wirklich einen Aufstieg sozial und gesellschaftlich gemacht, wenn sie zur Army gehen. Ja. Das ist ganz anders bei uns. Ja, die Bundeswehr wurde bei uns immer so, zieht euch lieber aus, bevor ihr am Wochenende nach Hause fahrt, hat es bei uns geheißen. Ja, nicht in Uniform nach Hause fahren, kommt nicht gut bei uns. Ja. Und da drüben ist das ganz anders. Aber kommt da ein bisschen weg von dem Thema gerade, weil das ist halt, ich war so lange da dabei, dass, wenn es ums Militär geht, das resoniert natürlich in mir dann auch immer, ja. Aber Ramstein Airbase, ja, das ist jetzt natürlich dann so ein Riesenklotz, der hier in Deutschland ist. Das ist eigentlich deutsches Hoheitsgebiet, oder? Aber es ist eine amerikanische Base. Ja. Was hast du da für Erfahrungen gemacht mit diesem deutschen Hoheitsgebiet da? Ja, also erstmal zur rechtlichen Grundlage. Es ist vollkommen klar, dass also die amerikanischen Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland zu Gast sind. Ja, das steht also in den Verträgen, die dazu unterzeichnet worden sind, auch von den Amerikanern.
Und sowohl die Airbase selbst befindet sich auf deutschem Hoheitsgebiet, als auch alles andere ringsrum. Anders war das noch vor 25, 26 Jahren. Bis dahin galt dort immer noch sozusagen das Besatzungsrecht aus den 50er Jahren. Diese rechtliche Situation haben wir heute nicht mehr. Die Amerikaner sind auf Einladung der Deutschen weiterhin dort präsent, aber sie benehmen sich dort nach dem, was ich dort erlebt habe, nach dem, was Leute mir dort erzählt haben, nach wie vor so, als hätten sie das Land gerade in Besitz genommen. Mhm. Ja. Und es ist ein bisschen, gerade als gelernter DDR-Bürger, es kommt einem einiges bekannt vor, ja, wenn man sich da unterhält mit den Leuten. Also vor der Kamera wollte auf gar keinen Fall jemand was Kritisches sagen über die Amerikaner. Das wäre auch nicht gut gekommen. Dann würden ja Nachbarn über einen herfallen oder wie auch immer. Aber wenn dann die Kamera aus ist, dann sagen die dann schon, also die fahren hier rum, die heizen da über unsere Straßen mit ihren großen amerikanischen Autos. Das sind ja alles keine nach deutschen oder europäischen Maßstäben gebaute Autos, sondern die bringen ihre eigenen aus den USA mit, die für die deutschen Straßen nicht gebaut sind. Da passieren viele Unfälle, auch oftmals unter Einfluss von Alkohol oder anderen psychoaktiv wirksamen Substanzen. Man ist nicht besonders glücklich damit, ja. Mhm. Noch dazu, weil eben gerade in den letzten Jahren die Einnahmen aus der Präsenz der Amerikaner bei den Deutschen immer weiter zurückgehen, ja. Mhm. Und für mich war das dieses Gefühl, weißt du, als die Wende war, 1990, da war ich 12, ja. Also streng genommen noch ein Kind. Aber ich habe das in der Schule schon ganz bewusst wahrgenommen, ja, dass es also Sachen gab, darüber hat man nicht gesprochen. Also wenn einer gefragt hat, wie fandst du gestern die Sendung mit der Maus? Da hat man natürlich nicht drauf geantwortet, weil das war Westfernsehen und so weiter. Ne? Und dieses unbestimmte Gefühl von so einer permanent über einem schwebenden, Glocke, also in der Gefahr, man sagt etwas nicht, ja, weil es könnte nicht gut ankommen, wenn man die Amerikaner kritisiert, in dem, wie sie sich benehmen, was sie tun, ja, oder überhaupt, was sie anstellen mit ihrer Rammstein Airbase, ja. Mhm. Das habe ich dort ganz deutlich bei den Leuten gespürt, mit denen ich da gesprochen habe, ja. Mhm. Ich denke gerade drüber nach, über den Regierungssprecher, ob der auch so eine Glocke hat, ja, weil der ja in deinem Film auch vorkommt, der Herr Seibert, wie er da von dem großartigen Thilo Jung wieder mal vorgeführt wird, so nach dem Motto, was ist jetzt da eigentlich Sache mit, ich krieg's jetzt nicht mehr genau hin, was da die Frage war, aber ich merke dann immer wieder, wie die Mitglieder der Bundespressekonferenz innerlich zusammenzucken, wenn Thilo Jung seine Fragen stellt. Das ist auch großartig. Hast du ihn persönlich getroffen? Den Thilo Jung? Ja? Den nicht, aber den Steffen Seibert habe ich mal persönlich getroffen, ja. Was denkt der eigentlich? Oder was geht in so einem Mensch vor, wenn der offen, also der Mann ist schlau, ja, okay, ich weiß, dass der schlau ist, der hat studiert, der wäre nicht an dem Posten, wenn er nicht super schlau wäre. Sonst hätte sich die Merkel den niemals geholt. Aber was muss denn in so einem Menschen vorgehen, wenn der am Morgen in den Spiegel schaut? Blendet so einer komplett alles aus? Oder was macht man in so einer Position? Tja, das kann ich jetzt kaum einschätzen, da ich ihn nicht so gut kenne. Ja, aber was ich feststellen kann, ist, dass als er das Amt angetreten hat als Chef des Bundespresseamtes und Regierungssprecher, da war er ja das pralle Leben, ja, ein Mann in den besten Jahren mit strahlenden Gesichtszügen. Und wenn ich mir anschaue, was davon heute übrig geblieben ist, er ist schon wirklich sehr gealtert in den wenigen Jahren, die er das Amt hat. Und die Augen leuchten auch nicht mehr so wie damals, als ich ihn getroffen habe, hier mal in Leipzig, nur kurz, ja. Sondern es ist schon, ich habe ein bisschen Mitleid mit dem Steffen Seibert, ja. Ja, ich zweifle so Mitleid oder eher so Abscheu, ich weiß es nicht. Wie heißt das, wenn man so tief in den Abgrund hineinschaut, schaut er irgendwann zurück? Ja, nur du musst sehen, der Steffen Seibert kann in so einer Pressekonferenz nicht sagen,
Jawohl, wir wissen, das ist diese Rammstein, in Rammstein steht die SATCOM-Relaisstation und die wird benutzt, um extra legale Tötungen durchzuführen. Wir wissen das, wenn er das sagen würde, würde er den Bruch des Völkerrechts einräumen. Denn es gibt ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, wo also glasklar drinsteht, wenn die Bundesregierung wüsste oder wenn sie erfährt davon, was dort stattfindet, dass dort also solche außergerichtlichen Tötungen stattfinden und nicht dagegen protestiert, was sie ja nicht tut, würde sie sich mitschuldig machen an einem völkerrechtlichen Delikt. Ja. Wenn in so einer Situation, also wenn ein Regierungssprecher das sagen würde, dass er weiß, was dort passiert und er damit indirekt den Bruch des Völkerrechts einräumen würde, da wäre aber was los. Da würden Börsenkurse in den Keller stürzen, okay, da könnten Länder Kriegserklärungen rein theoretisch machen und so weiter. Und das Stichwort extra legale Tötungen, das bringt uns zum eigentlichen Kern von diesem Film auch. Ja? Also Rammstein spielt insofern nicht als Logistikflugplatz eine große Rolle, sondern ist eine weltweit wichtige Relaisstation für den international und weltweit agierenden Drohnenkrieg. Ja? Nicht Drogenkrieg, Drohnenkrieg. Das heißt also, wenn amerikanische Drohnenpiloten in Virginia oder New Mexico in ihren Bunkern sitzen, dann können die ja nicht aufgrund der Erdkrümmung in Afghanistan, Libyen oder sonst wo diese Flieger kontrollieren, sondern es geht alles über Relaisstationen. Und ein wichtiger Knotenpunkt ist wohl diese Satellitenanlage, diese Antennenanlage, die in Rammstein Airbase aufgebaut ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe in deinem Film, ist es mehr oder weniger so der zentrale Knoten. Auch für die weltweite Kommunikation. Das heißt, wenn man das Stück aus dem ganzen Puzzle rausnehmen würde, würde das alles nicht mehr so richtig funktionieren. Ist das die wichtigste Aufgabe von Rammstein wahrscheinlich? Das kann man so sagen, ja. Die Amerikaner haben ja, als sie den Aufenthaltsvertrag unterschrieben haben, mit unterschrieben, dass sie also das Recht haben, Truppen in der oder militärische Mittel ganz allgemein in der gleichen Effektivstärke wie zu Abschluss des Vertrages in Deutschland stationieren zu dürfen. Und alles das, was auf der Rammstein Airbase heute ist, geht natürlich weit darüber hinaus. Mhm. Also zum Beispiel. Hast du eine Zahl, wie viele da stationiert sind ungefähr, Soldaten auf der Airbase? Also es wohnen im gesamten Landkreis Kaiserslautern um die 52.000 amerikanische Staatsbürger, von denen befinden sich ungefähr 13.000 bis 15.000 in uniformierten Diensten auf der Airbase und anderswo. Es sind ganz viele zivile Angestellte dabei und interessanterweise, also insgesamt gibt es in Deutschland um die 42.500 US-Soldaten in ganz Deutschland. Ja. Jetzt nochmal zu der Funktion der Airbase. In den 50er Jahren, als die Amerikaner da hingegangen sind, haben da diesen Flugplatz eröffnet. Da ging es darum, erstmal den Vormarsch der bösen Kommunisten irgendwie zu stoppen. Ja, deswegen wurden da auch diese ganzen Munitionsbunker angelegt, da um den Nachschub an die, Ostfront, wenn es denn zu so einem Krieg gekommen wäre, ausführen zu können, ne? Die Soldaten mit Waffen zu versorgen und so weiter. Und heute ist es so, dass von dieser Airbase aus nicht nur die Drohnen auf drei Kontinenten gesteuert werden, also ganz Afrika, das ist der Kommandobereich AFRICOM, dann gibt es den Kommandobereich EUCOM, das ist also Europa, und CENTCOM, das sind also insgesamt geht dieser Bereich, erstreckt sich der Bereich, der von der Drohnenrelaisstation abgedeckt wird. Also der Einsatzbereich der Drohnen auf das gesamte Afrika, gesamte Europa, also auch Russland, also bis da hinten, wo Russland aufhört, ganz weit im Osten. Ne? Man kann sagen, fast schon die halbe Welt oder vielleicht sogar ein bisschen mehr noch, wird von der Rammstein Airbase aus, was die Luftangriffe betrifft, kommandiert. Ja, denn da befindet sich die Zentrale dafür. Und das sind ja die Hauptkrisenschwerpunkte. Ja, natürlich. Gegend, ja, der ganze Nahe Osten, ja. Libyen, Syrien und so weiter. Ja. Also immer, wenn man in der Tagesschau sieht, in Somalia oder
wo auch immer, in Afghanistan oder so, ist wieder irgendein Taliban-Chef getötet worden mit einem Luftangriff. Mhm. Das geht alles über Rammstein. Mhm. Mhm. Also ich habe den Film angeschaut mit gemischten Gefühlen. Zum einen natürlich, weil es unheimlich wichtig ist, so etwas aufzuklären. Ja, ich bin ja sehr dankbar für diese Arbeit. Ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt in so einem Film. Das ist also wirklich hoch anzuerkennen. Auf der anderen Seite habe ich eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Wut ist das falsche Wort, aber so eine, ja doch, passt schon auch, so eine Wut gemischt mit Empörung und Unverständnis, dass die Leute da nicht endlich aufwachen zu diesem Thema. Du hast ja auch ein paar Bilder reingeschnitten, gepixelt noch, von Opfern von diesen Drohnenangriffen. Wenn dann irgendwo eine Hellfire-Rakete in so eine afghanische Hochzeit reinplatzt, weil irgendjemand gesagt hat, da könnte ein Taliban drin sein, dann riskiert man einfach, dass 400 Leute sterben dabei. Und man sieht dann da in dem Film auch die Kinder und die Familien und was da eigentlich passiert. Das kriegen wir alles in unseren Medien nicht mit. Das wird einfach ausgeblendet. Und wenn ich das dann sehe, ab und zu mal wieder, ich ziehe mir das ja auch nicht jeden Tag rein, ja, dann wird mir wieder klar, wie wichtig das ist, was wir da machen. Wie wichtig das ist, die Leute darüber aufzuklären, dass hier ein himmelschreiendes Unrecht stattfindet. Und die Bundesregierung macht beide Augen zu. Alle, sogar die Hühneraugen, habe ich das Gefühl, ja. Kannst du dir das erklären, warum es da so ein kollektives Wegschauen gibt? Ist es auch diese Angst, die die Bevölkerung hat in Rammstein und mit der Glocke, dass man jemanden verärgern könnte? Ist es die Angst der Merkel, dass sie Obama verärgern könnte, wenn sie sagt, du, jetzt ist Schluss hier mit Lustig? Ja, also was die genauen Beweggründe von der Bundeskanzlerin sind, darüber kann man, glaube ich, nur mutmaßen. Ich bin selbst jedes Mal ratlos. Denn das soll ja eine promovierte Naturwissenschaftlerin sein. Ja, sie hat ja Physik studiert. Also was Prozesse und Abläufe betrifft, müsste sie sich eigentlich ganz gut auskennen. Gerade deswegen kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, dass Frau Merkel nicht ihr Wort erhebt oder sich mal dazu äußert oder überhaupt nur zur Kenntnis nimmt, was denn die Amerikaner tatsächlich hier tun. Ja, man sagt immer, das sind unsere transatlantischen Partner und dass sie hier sind. Das heißt, sie beschützen uns vor wem auch immer. Mhm. Aber tatsächlich ist es ja so, dass die Amerikaner uns, wenn man das mal ganz abstrakt betrachtet, im großen Stil eigentlich schaden. Also das eine sind die ganzen Abhöraktionen, ja, also das richtet sich ja nicht gegen irgendwelche Terroristen, dass die NSA großflächig die ganze Welt abhört, sondern da geht es glasklar um Wirtschaftsspionage. Das sind allein in Deutschland ist das ein Schaden von 50 bis 100 Milliarden Euro pro Jahr, wohlgemerkt, ja, der da entsteht, dass wir abgehört werden, also Wirtschaftsspionage, ne. Und das viel Schlimmere ist aber, sind die konkreten Kriegsvorbereitungen, die hier stattfinden. Mhm. Also all diese Aufrüstungsaktionen in Osteuropa, ja, wo mehrere tausend NATO-Soldaten stationiert werden sollen, weil mit der Begründung, die... Eckart, die Russen kommen. Ja, sie kommen aber nicht. Also wenn die Polen sagen, wir fühlen uns unsicher, ja, dann ist das sozusagen der Grund, um dann da Soldaten hinzusetzen, aber ob jemand sich irgendwie fühlt, bedroht fühlt, ist ja gar nicht der springende Punkt. Die Frage ist, gibt es denn eine Bedrohung? Bedrohen denn die Russen wirklich die Polen oder wollen sie wirklich die ganze Ukraine erobern oder so? Ja, dafür gibt es überhaupt gar keine Anhaltspunkte. Ne? Das hat Gregor Gysi neulich in einem Statement auch mal in die Kamera gesagt, so nach dem Motto, ja, weil die Polen und die Letten sich bedroht fühlen, ist das noch lange kein Grund, amerikanische Panzer an diese Grenze dahin zu schicken. Ein Gefühl allein bringt noch nichts. Es gibt keine Bestätigungen, dass die Russen da ihre Truppen hinschicken. Es gibt keine Aufmarschbewegungen, es gibt keine Vorbereitungen dazu. Es ist alles nur Propaganda. Das können wir so sagen. Das reicht ein einfacher Faktencheck nach einer halben Stunde Internetrecherche, weiß man, dass das einfach nicht stimmt. Ja. Und wir stoßen aber ins gleiche Horn und lassen uns von diesem unsäglichen Kriegswahn mit anstecken. Ich weiß, wenn ich dir solche Fragen stelle, du kannst es natürlich auch nicht beantworten, was bewegt die Kanzlerin. Naja, aber ich versuche das immer wieder auf den Grund zu gehen, warum wir wie die Lemminge dann dieser Regierung hinterherrennen oder so viele Mächtige oder Wirtschaftsleute, Entscheidungsträger sich von diesem Wahnsinn anstecken lassen einfach. Ja, gerade Rammstein, auch ein wichtiges Thema, was du in dem
Film gezeigt hast, war ja früher auch ein Arsenal für Sonderwaffen. Also Sonderwaffen ist der Bundeswehrbegriff für Atomwaffen. Mein ehemaliger Hörsaalleiter war Chef in einer Sonderwaffeneinheit in Büchel. Der hat die damals bewacht, hat uns damals viel erzählt, was da so security-mäßig abgeht, wenn die da bewacht werden und so weiter. Da kamen die Deutschen in der eigenen Kaserne gar nicht rein in diesen Bereich. Ja. Es war nur US Personnel only. Und also diese Sonderwaffen waren ja auch in Rammstein stationiert, mit diesen speziellen Bunkeranlagen und so weiter. Und wenn ich das auch richtig verstanden habe, haben die Amerikaner jetzt mit viel Know-how, Geld und Aufwand auch eine neue Waffe konzipiert. Ja, diese neue Atombombe, die dann auch noch gelenkt werden kann. Wird die jetzt da wieder stationiert werden? Was ist das schon ein Fakt? Oder? Also auszuschließen ist das nicht. Ja. Es gibt die offizielle Lesart, dass die neue Atomwaffe, die Rakete B6112 ist das, mit dem computergesteuerten Heckleitwerk auf dem Luftwaffenstützpunkt in Büchel stationiert wird. Büchel, ja, 30 genau. Stück. Ja. Das ist allerdings, also nach meinem persönlichen Bauchgefühl, muss ich dazu sagen, ist das eher der Tropfen auf dem heißen Stein, weil diese neue Rakete hat weniger Sprengkraft als alle Atomwaffen, die es eben vorher gab. Mhm. Und die braucht auch nicht mehr, weil sie den Vorteil hat, dass sie ihr Ziel auf eine Genauigkeit von 5 bis 30 Metern treffen kann. So. Sind das so Bunkerbrecher? Ist das so eine taktische Waffe, die eher so, also ganz speziell eingesetzt wird für Hochsicherheitsgebäude oder sowas? Schon. Also es ist so, dass man eben bisher im Atomkrieg, wenn man das durchgespielt hat, immer eine starke Atomwaffe brauchte mit einer Mordssprengkraft im wahrsten Sinne des Wortes, um da, wo die Rakete ungefähr auftritt, sagen wir mal, wenn das jetzt hier sozusagen der Bunker ist, dann ist früher die Atomrakete vielleicht auch mal hier gelandet und dann musste die stark genug sein, damit der Bunker ja auch noch kaputt geht. Mhm. Das ist heute anders. Heute die B6112 soll direkt den Bunker treffen und deswegen auch vernichten. Ja. Okay. Es ist so, dass auf der Rammstein Airbase zu Zeiten des Kalten Krieges 130 Atomraketen stationiert gewesen sein sollen. Die sollen auch vor 2007 alle abgezogen worden sein. Da hat es also offizielle Verlautbarung gab es da nicht. Da hat es dann irgendeinen Zeitungsartikel gegeben, wonach honorige amerikanische Professoren dort gewesen sein sollen und sich davon überzeugt hätten, dass die tatsächlich nicht mehr da seien. Aber diese Bunkeranlagen, die mit den Aufzügen, die dafür da sind, die Atomraketen hochzufahren, damit sie dann von da genommen und an die Kampfjets drangehängt werden können, diese Aufzüge, diese ganzen Anlagen, die dafür gebraucht werden, sind alle heute noch vorhanden. Mhm. Und es gibt eigentlich gar keinen einsatzfähig. Ja, natürlich. Die werden auch gewartet in regelmäßigen Abständen, sodass also das überhaupt gar kein Problem wäre, da wieder eben Atomraketen einzulagern. Mhm. Ja. Mhm. Ich persönlich sage, vollkommen egal, was die Amerikaner sagen, ob da welche sind oder nicht, die Erfahrung zeigt einfach, so ehrlich müssen wir sein und auch Frau Merkel, dass die Amerikaner in großen Teilen lügen, wenn sie etwas sagen. Ja? Und wenn die sagen, das sind keine Atomwaffen, dann sage ich, okay, dann zeigt mir das bitte. Ja? Mhm. Aber das kriegt ja keiner zu sehen. Da kommt ja keiner rein. Ja? Mhm. Du hast mit dem Herrn Jung, nicht Jung, wie heißt er, der Hauptprotagonist in deinem Wolfgang Film? Wolfgang Jung. Der heißt auch Jung, ja, ich habe es jetzt mit Thilo Jung gerade verwechselt. Der Herr Jung, der ist ja sein ganzes Leben lang da schon gewesen und der hat auch auf verschiedenen Demonstrationen und Kundgebungen schon gesprochen. Wenn du mit ihm gesprochen hast, merkst du, dass da so ein Umdenken stattfindet, dort und vielleicht auch generell in der Bevölkerung, dass die Menschen langsam aufwachen, so nach dem Motto, ja, das ist nicht alles nur Coca-Cola und McDonald's und da kommt hier mit TTIP lauter Tolles vom Atlantik rüber, sondern Leute werden realistisch, oder? Ist das das, was du wahrnimmst auch? Ja, also das kann man schon sagen. Das war bei ganz vielen Gesprächen, die wir dort geführt haben, in den Gemeinden rings um die Rammstein Airbase. Ich erinnere mich zum Beispiel noch ganz deutlich daran, wir waren in einem Buchladen
Und ich habe da gefragt nach einer Ausgabe des deutschen Grundgesetzes. Ich habe es zufällig dabei, also wirklich rein zufällig. Es ist die einzige Fassung, die es in dem gesamten Laden vom deutschen Grundgesetz zu kaufen gab. Sehr klein, aber auch sehr praktisch. Gerade wenn man sich also in einer Diskussion mit Soldaten oder so befindet, denn die haben ja alle auch einen Eid auf ihre Verfassung geschworen. Und da sagte die Buchhändlerin, als sie mir das also kassiert hat, sagte, ja, sehen Sie, das ist eben eine sehr interessante Frage, ja, ob die Amerikaner sich überhaupt auch an unser Grundgesetz halten, denn das müssen sie ja, wenn sie hier zu Gast sind. Ne? Und ich habe sie gefragt, ja, was meinen Sie, halten die sich dran? Sagt die, ach wo, die machen das komplette Gegenteil davon. Ja. Mhm. Das ist ja die interessante Theorie, die ich dazu habe. Es ist ja so, jeder US-Soldat hat ein Eid auf seine Verfassung geschworen. Ja. Foreign and domestic. Genau. Und die deutschen Soldaten machen das auch, ja, und auch die Wahlbeamten, also auch die Bundeskanzlerin und so. Und dann muss man das Spiel also jetzt mal weiterspielen. Ne? Jetzt mal angenommen, es ist so, dass die Amerikaner in dem, was sie tun, weltweit mit ihren kriegerischen Aktivitäten, dass das alles mal angenommen, das würde jetzt alles konform gehen mit der amerikanischen Verfassung, was ich nicht beurteilen möchte, da bin ich kein Experte. Dann muss man die Frage stellen, wie ist denn das mit dem deutschen Grundgesetz? Wenn Frau Merkel geschworen hat, den Schaden vom deutschen Volke zu wenden, sich an Gesetze zu halten, also auch insbesondere an das Grundgesetz, an das Völkerrecht und so weiter, dann muss doch irgendwann der Punkt sein, erreicht sein, wo Frau Merkel so ehrlich ist, einzuräumen, dass es offensichtlich eine Kollision von Interessen gibt zwischen dem Staat der Vereinigten Staaten mit seinem Grundgesetz und der Bundesrepublik Deutschland. Denn wenn bei uns drin steht, es muss sich an das Völkerrecht gehalten werden und die Amerikaner, die hier zu Gast sind, verstoßen dagegen, also begehen Kriegsverbrechen mit den Drohnen, dann besteht da offensichtlich ein gehöriger Konflikt. Aber den spricht keiner an. Ja. Dafür ist es wirklich Zeit, dass das mal in Berlin aufs Tapet kommt. Das Problem ist, die gesamte Bundesrepublik, ja ganz Europa ist abgelenkt von der Flüchtlingskrise, Krise hier, Krise da. Es redet keiner darüber, dass hier Atomwaffen stationiert werden. Was war in den 80er Jahren los, ja, als man da diese Pershing-2-Raketen installiert hat? Da gab es Millionen Leute, die dagegen protestiert haben, die diesen Krefelder Appell unterschrieben haben, ja, dagegen. Die Ostermärsche, also Millionen. Genau, ja. Was ist heute? Also so gut wie nichts. Ne? Die sind alle bei Facebook und YouTube. Das ist eine andere Generation. Aber damit kann man sie ja auch erreichen, weißt du, wenn man die Inhalte richtig transportiert. Das ist ein Umdenken, der da stattfindet. Das heißt nicht, weil die jetzt nicht mehr auf die Straße gehen, sind die nicht aktiv. Also ich habe viel Kontakt zu jungen Leuten, die sind schon auch eingeschaltet, aber halt auch zugemüllt mit allen möglichen anderen Sachen. Ja, also aber apropos Merkel, Amtseid, ich habe neulich mal einen interessanten Punkt aufgeschnappt. Sie macht eigentlich genau das, was drinsteht in ihrem Amtseid. Da gibt es eine Passage, die heißt, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren. Und dann wurde das so, was ist denn der Nutzen von uns? Also sie erhöht unseren Nutzen. Dann ist nur die Frage, wem nutzen wir? Also wenn man es jetzt mal so überspitzt betrachtet, erfüllt sie ihren Amtseid, ja, so dann hilft sie, dass wir als Nutzvieh ein bisschen nützlicher werden, ja, um es überspitzt zu sagen, weil was da passiert ist, offener Verfassungsbruch und es gibt viele Leute, die hoffen, dass irgendein verantwortungsvoller Psychiater sie irgendwann mal einweist. Ja, es gibt wahrscheinlich auch in der Regierung irgendwelche Leute. Darüber jetzt zu streiten, ob sie fremdgesteuert oder nicht ist, das ist jetzt auch müßig, das werden wir jetzt hier nicht behandeln können, aber was wird denn mit dieser Airbase noch passieren in Zukunft? Wird da weiter ausgebaut? Gibt es da Planungen, dass das quasi vergrößert wird alles? Wird da mehr Personal reingesteckt? Hast du da was rausfinden können in deiner Recherche? Ja, also wir haben mit Leuten gesprochen, die auf der Base arbeiten, die selbstverständlich vor der Kamera nichts sagen wollen, aber das sind also Personen gewesen, die dort zum Beispiel die aktuellen Bauarbeiten auf der Airbase betreuen, die da also gesagt haben, da wird ständig gebaut, es entstehen dort permanent neue Gebäude, also Einrichtungen zur
Unterbringung der Truppen, aber auch funktionelle Gebäude, irgendwelche anderen Kommandozentren, die dann noch dorthin ziehen und so weiter. Also man hat schon den Eindruck, dass diese Airbase weiter von den Amerikanern ausgebaut wird. Also dass da in keiner Weise der Eindruck entsteht, man das läuft sich, aus jetzt irgendwie ja, so. Ja. Man würde sich irgendwann zurückziehen. Das ist vollkommen illusorisch, das zu glauben. Ja. Umso wichtiger wäre es natürlich, wenn denn die Bundesregierung irgendwann mal den Amerikanern gegenüber zur Sprache bringen könnte, dass es immer noch schwarz auf weiß in den Verträgen steht, die nach der Wende abgeschlossen worden sind, dass man mit einer Frist von 2 Jahren die Nutzung der Airbase den Amerikanern kündigen kann. Ja. Bin ich ja ein großer Freund von dieser Idee. Wir werden schauen. Ja. Also dein Film kommt bald raus, ihr habt bald Premiere. Wahrscheinlich, wenn das Video ausgestrahlt wird, dann ist es vielleicht sogar schon passiert. Wie wird das ablaufen, die Uraufführung sozusagen? Ja, es gibt ja dieses Jahr diese Menschenkette bei der diesjährigen Demo der Rammstein-Kampagne. Das ist die rammstein-kampagne.eu. Und diese Demonstration, diese Menschenkette, die 18 Kilometer lang sein soll, findet statt am 11. Juni. Und zwar auf der Verbindungsstraße, also zwischen Kaiserslautern und der Airbase, soll es eine 18 Kilometer lange Menschenkette geben mit tausenden Menschen. Es gibt auch zahlreiche Veranstaltungen rings um diese Demonstration herum, Informationsveranstaltungen. Es treten da Prominente auf, also unter anderem auch der Drohnenpilot, der ehemalige Brandon Bryant und der ehemalige CIA-Analyst Ray McGovern. Das sind also Leute, die auf der Demo zumindest zugegen sein sollen. Inwieweit die involviert sind, weiß ich nicht. Aber wir haben im Rahmen dieses Programms auch einen Teil sozusagen, denn die Uraufführung des Films Rammstein, das letzte Gefecht, findet statt am 10. Juni um 15 Uhr im Union-Kino in Kaiserslautern. Es gibt leider nur 100 Plätze in dem Kino. Trotzdem hoffen wir, dass wir wenigstens diese 100 Plätze vollkriegen, denn ja, es ist gewissermaßen mein erster Film. Ich habe bislang immer nur gehört, er soll gut sein. Wollen wir sehen, was das Publikum sagt. Ne? Er ist fesselnd, er ist gut geschnitten, er ist gut gefilmt und man bleibt dran. Vor allem die Informationen, die dabei rauskommen, sind einfach, also ich habe es auf dem Herweg jetzt gerade angeschaut, das war wirklich so, wie gesagt, auf der einen Seite so, boah, ja, toll zu gucken, auf der anderen Seite innerlich so, es ist so offensichtlich, ja, dieses Unrecht, das da stattfindet. Und diese, da kommt mir immer wieder Brecht in den Kopf, ja, wenn der Wahnsinn groß genug wird, wird er unsichtbar. Und seit dem 11. September haben wir diese unsägliche Entwicklung. Der 11. September ist ja sowieso schon ein Irrsinn in sich, was da inszeniert wurde, mit was man uns da Sand in die Augen gestreut hat. Und seitdem wird diese amerikanische Außenpolitik einfach sakrosant übernommen. Alle sagen, ja, ich erinnere mich noch damals, dass Schröder, wie er gesagt hat, bedingungslose Unterstützung und wir sind Amerikaner heute alle. Und seitdem wird nur gelogen. Und die ganzen Probleme, die sich seitdem subsumiert haben, ja, also Afghanistan, Irak, Libyen, jetzt Syrien, Somalia und Sudan gar nicht mal zu sprechen, das jetzt im Jemen auch noch und so. Das sind alles direkte Auswirkungen von dieser Full-Spectrum-Dominance, von dieser amerikanisch-global angelegten Ideologie. Und da haben wir die Speerspitze. Ja. Da haben wir quasi eine dieser wichtigsten Puzzlestücke und niemand merkt es. Deswegen bin ich umso mehr dankbar wirklich, dass du dir da diese Arbeit gemacht hast und das in die Welt hinausbringen sollst. Also ich wünsche mir sehr, dass dein Film wirklich auch gut durchstartet, dass es eine große Resonanz gibt und ich kann nur hoffen, dass es nicht dein letzter Film war. Ja, vielen Dank. Ich hoffe auch, dass es ein guter Anfang sein wird. Ich möchte an der Stelle aber auch noch danken den vielen Menschen, die also indirekt ihren Beitrag geleistet haben bei den Qualitätsmedien. Also wir haben zur Untermauerung gerade verschiedener Dinge, die mit der Airbase zu tun haben, auch zurückgegriffen auf Filmmaterial aus den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten. Denn das ist ja immer so ein Punkt, wo man gerade als alternativer Medienmacher schnell in den Verdacht gerät, Verschwörungstheoretiker zu sein, ja. Aber das, was ich sagen kann über den Film ist, es ist ein langes Quellenverzeichnis im Abspann auch. Ich kann nur sagen, schaut euch den Film an, prüft jede einzelne Quelle nach. Ich habe es im Fernsehen gesehen, also muss es der Wahrheit entsprechen.
Den Begriff Verschwörungstheoretiker habe ich schon das ein oder andere Mal gehört. Ich glaube, das heißt kritischer Zeitgenosse. Norbert, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich freue mich, wenn du mal wieder da bist. Alles Gute für dich und dein Baby. Jetzt kann es nur noch fliegen. Ja. Dankeschön. Alles Danke. Gute dir. Ja. Ja, liebe Zuschauer, ich kann es nur nochmal sagen, der Film Rammstein, das letzte Gefecht ist dann bald zu haben, zu sehen auf DVD. Er kommt ins Kino und ich wünsche viel Spaß dabei und vor allem dann auch bei den Folgegedanken, weil es ist harte Kost, aber es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut bei weiteren spannenden Themen hier bei Steinzeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.